Das ist unser Sea Pearl, mit der wir für knapp 2 Jahre die Meere unserer Welt erkunden. Immer auf der Suche nach tollen Orten und schönen Bildern. Nach dem Atlantik und dem Pazifik ersegnen wir uns jetzt den Indischen Ozean. Kommt jeden Sonntag mit an Bord, um nichts zu verpassen. Nach der Überfahrt nach Australien und dem Kurzausflug nach Sydney sind wir wieder an Bord in Cairns und bereiten uns auf die Überfahrt nach Thursday Island, ganz im Norden von Australien und weiter nach Indonesien vor. Im gut sortierten Marineshop kaufen wir Ersatzteile nach und genießen noch einen Abend in der Marina, bevor es dann raus auf die Schifffahrtsroute innerhalb des Great Barrier Reefs geht. Wir haben angesagt ruhiges Wetter und Motoren deshalb die meiste Strecke. Obwohl wir so nah an den Riffen entlangfahren und viel Großschifffahrt unterwegs ist, läuft das Navigieren doch ganz entspannt. Unterwegs montieren wir auch den neuen Griff für unsere Segellast, der uns bei einem verpatzten Parasailer-Manöver auf der Passage zuvor verloren gegangen ist. Auch wenn weite Strecken der Motor läuft, das Leben an Bord ist einfach schön und entspannt. Und Delfine neben dem Boot sind einfach bei allen Bedingungen schön.
York, hier quer ab von uns, der nördlichste Punkt vom australischen Kontinent. Wir sind jetzt die letzten 2,5 Tage im Innenfahrwasser, also innerhalb des Great Barrier Reefs von Cairns hier nach Norden gefahren, in die Torresstraße. Das heißt die Meerenge zwischen Papua-Neuguinea und Australien. Wir werden dann jetzt heute Nacht vor Thursday Island ankern, dort nochmal nachtanken und hoffentlich auschecken können. Und dann geht's weiter auf eine lange, leider vermutlich auch wieder sehr motorlastige Überfahrt von Thursday Island nach Indonesien. Wenn wir aus unseren Ersatzkanister nachtanken, nutzen wir eine Schüttelpumpe. Für uns ist das ein genial einfaches Hilfsmittel und wir vermeiden so, Diesel zu verschütten. Ding hier ins Wasser und ab geht's an Land zum Tanken. Der Ankerplatz, der als sehr windig gilt, präsentiert sich uns wunderbar ruhig und wir freuen uns über den guten Schlaf, trotz einer Strömung zwischen den Inseln hier. Am kommenden Morgen erkunden wir kurz den Ort, viel gibt's aber nicht zu sehen, und erleben dann einmal mehr sehr entgegenkommende und hilfsbereite australische Beamten. Nach einem letzten australischen Brekkie können wir alle Papiere abholen und pünktlich mit ablaufendem Wasser und damit Schiebestrom auslaufen. Wir haben den Anker gelichtet und sind unterwegs nach Indonesien. Thursday Island war ein kurzer Aufenthalt, aber reicht auch, so wahnsinnig viel gibt es nicht zu sehen. Und jetzt haben wir gerade wie viel? 1 Knoten Strömung mit uns? Genau.
einen Knoten. Wir haben gewartet, dass sich die Strömung hier im Ankerplatz gerade so umgedreht hat und dann haben wir gleich den Anker gelichtet, um da vorne nicht 8 Knoten mit oder gegen uns zu haben. Und schauen wir mal, ob sich das jetzt auch auszahlt oder wir uns da irgendwie verrechnet oder Verdacht haben. Jetzt geht es auf jeden Fall los Richtung Indonesien. Sound Lucky ist unser Ziel. Schauen wir mal, wie die Überfahrt wird. Wir hoffen sehr ruhig. Ausnahmsweise wünschen wir uns eine Motorüberfahrt, damit wir nicht in Westwinde geraten, die es hier so spät im Jahr manchmal gibt. Knappe 6 Knoten durchs Wasser und na, hallo. Ja. Und gute 9 Knoten über Grund. Wir haben also gute 3 Knoten Strom, 3,5. Heißt, gut getimt, immerhin keine 8 Knoten. Ja, das ist so schon spannend, wenn man mit 9,2 Knoten über nur 11 Meter tiefes Wasser schießt. Sind wir mal froh, dass wir nicht mit 14 oder 15 Knoten hier drüber ballern. Haben wir gerade kurz vor Sonnenuntergang die letzte Tonne, das letzte Kardinalszeichen passiert. Wir können jetzt auf direkten Kurs nach Saum Laki gehen. Bis zum Wegpunkt sind 620 Seemeilen. Und ja, der Wind hat leider nachgelassen, aber vielleicht kommt ja noch mal einer. Und ansonsten motoren wir jetzt 4, 5 Tage oder mehr auf direkten Kurs nach Indonesien. Jetzt klein. Hey. Tag 2 auf See. Sobald wir aus den... Hoppla, ganz schön wellig. Tag 2 auf See. Sobald wir aus den australischen Hoheitsgewässern draußen waren heute Nacht, waren plötzlich ganz viele IS-Bojen, die wohl auch die IS-Signale verstärkt haben. Wir haben plötzlich Schiffe in 75 Meilen Entfernung gesehen. Es sind wohl die chinesischen Fischer, die hier wieder
die Meere leer räumen und einfach unfassbar viele davon sind. Da sind jetzt auch kleinere unterwegs, die sind vielleicht auch nur aus Papua-Neuguinea und nicht China, aber im AIS sieht man wahnsinnig viele chinesische Namen. Mit 230 Meter Länge oder 260 Meter Länge Fischerboote. Ja, ein bisschen komisches Gefühl hat man da immer. Und die da vorne haben jetzt nicht das AIS an, was ein bisschen nervig ist, weil sie ja relativ klein sind und man echt gut aufpassen muss, dass man sie nicht überfährt. Sind schon gut sichtbar, aber ich frage mich, wie gut beleuchtet die nachts sind und ob man sie gut sieht. Naja, ansonsten ist es super ruhig. Hier erwartet sehr wenig Wind. Manchmal können wir Motorsegeln und manchmal nur Motoren. Vor früh waren unglaublich lange Delfine da. Ziemlich große Delfine auch und dann nochmal kleine, aber die waren so kurz da, dass wir sie nicht gefilmt haben. Die großen haben einmal eine halbe Stunde vorbeigeschaut und dann nochmal 5-6 Minuten. Richtig cool. Ja, und sonst haben wir heute nicht viel gemacht. Gegessen, geschlafen, gelesen, gespielt. Und das im Wechsel. Immer wieder. Von vorne. So, nichts mehr zu erzählen. Dann würde ich sagen, gibt's Abendessen. Nudeln. Ich habe das Gefühl, je weniger anspruchsvoll unsere Passagen sind, desto einfacher werden die Gerichte. Ja. Jetzt die dritte Motorpassage mittlerweile, also jetzt was, 14, 15 Tage Motoren mittlerweile in den letzten 3 Wochen? Leider, ja, jetzt gibt es Tomaten mit Öl und Knoblauch. Und Nudeln. Mehr nicht. Vollmond, die Nacht ist total hell und um uns herum sind aber nach wie vor diese unglaublich vielen Fischerboote und AIS-Bojen. Wir sind vorhin schon mal in so eine Styropor-Boje mit Leine reingefahren. Gott sei Dank hing die nur im Kiel und wir haben es natürlich nicht gefilmt, weil wir nur die Leine wegkriegen wollten und keine Zeit verschwenden mit Kamera holen. Gott sei Dank. Sieht aus, als wäre es wirklich nur das Kiel gewesen. Wir müssen morgen im Tageslicht mal schauen, ob es vielleicht in der Schraube aufgehangen ist. Aber jetzt stehe ich auf jeden Fall hier oben zwischen Bimini und Sprayhood angeleint, natürlich auf der Bank. Und halte Ausschau nach Styroporbojen. Keine Ahnung, ob man sie wirklich sieht. Ja, aber ich dachte mir, ich probiere es mal. Ist hell genug, dass man sich zumindest einbildet, man könnte welche sehen, wenn sie da wären. Im Moment sieht es ganz gut aus. Aber mal schauen, ob wir ohne die nächste Boje zu schleddern durch die Nacht kommen.
Yes! Hübsch! Das war ganz klein. Ja. Mann, oh Mann! Wow! Wow! Das ist kein Delfin. Kein Delfin. Es ist schon wieder kurz nach der Aufregung. Lisa hat mich gerade bei meinem Schlafnachholen am Vormittag geweckt, weil der Motor wie einen Schlag abbekommen hat und dann hat es kurz hinten rausgeraucht. Jetzt haben wir festgestellt, dass wir ein Netz hinten gefangen haben. Wir versuchen das jetzt mit dem Bootshaken wegzukriegen, weil wir uns nicht rückwärts fahren trauen. Es hängt Gott sei Dank am Ruder, nicht am Saildrive. Also das war jetzt unnötige Aufregung am Morgen. Wir hatten eben ein Geräusch, oder ich hatte in meiner Schicht ein Geräusch. Matthias war gerade im Bett. Halb acht, sowas war es in der Früh. Es war ein komisches wie Schlagen oder wie wenn man mehr gegen eine leere Boje vielleicht fährt. Und dann kurzes komisches Vibrieren. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob ich erst den Gang raus habe und dann so schwarzbrauner Ruß hinten rauskam oder andersrum. In jedem Fall habe ich dann den Motor ausgemacht, den Matthias geweckt, habe mir die Schraube gefilmt, ob da alles passt unter Wasser. Ich hatte aber scheinbar den Winkel von der GoPro komisch, dass ich das Netz, das im Ruderblatt hing, nicht gesehen habe. Wir haben nämlich dann erst noch den Motor zusammen wieder angemacht. Also ich habe ihn angemacht, der Matthias hat unten geschaut, ob sich alles normal verhält. Es war auch nichts gerissen, nichts zerfetzt da unten im Motorraum. Alles soweit normal. Also nochmal unter Wasser gefilmt und dann haben wir auch das Netz gesehen am Ruder. Ja, sehr schön, dass es an der Schraube vorbeigegangen ist, aber ich war trotzdem total zittrig, bis wir das dann gelöst hatten. Und ja, das Netz habt ihr gesehen, das war relativ groß. Und saumäßiges Glück, dass es nicht im Propeller hing. Ja, jetzt haben wir noch 100 Meilen und noch ein bisschen mehr. Und die wären verdammt lang, wenn wir jetzt segeln müssten, weil halt einfach kein Wind ist. Naja, zwei Knoten von vorne. Also kreuzen gegen drei Knoten Wind zieht sich. Ja, da waren mir die anderen morgens lieber. Die restlichen Tage, die eher mit Delfinen und Wasserschlangen angefangen haben. Ja. Aber gut, gehört auch dazu, wenn man in Indonesien unterwegs ist, nehme ich an. Also super heiß, die Sonne ist schon wieder echt intensiv. Deswegen auch die Bluse. Nicht, weil ich mich für euch schön gemacht habe, sondern für die Sonne. Und vorgestern, die letzten zwei Tage, standen wir vor der Entscheidung, machen wir jetzt ein bisschen schneller, drehen ein bisschen höher, dass wir heute Abend noch ankommen. Hätte aber einen Schnitt von 7 bedeutet und mit der Strömung, die hier immer noch vorhanden ist, die dann ja zweimal am Tag gibt. Ich habe ja gesagt, 7 im Schnitt schaffen wir vielleicht nicht ganz. Und deswegen haben wir jetzt verlangsamt. Mit eher so einem 5er Schnitt kommen wir dann morgen früh an. Heißt eine Nacht mehr draußen, aber heißt auch bei Tageslicht ankommen sicher. Und mal ehrlich, also abgesehen von den letzten, von der allerletzten Nacht, also jetzt der vergangenen mit Gewittern, war es echt ruhig. Und man kriegt auch unterwegs ganz gut Schlaf, auch wenn es halt in Schichten passiert. Und dann sind wir in Samlaki, Indonesien. Landnummer 28, 29, 30, whatever. Indonesien. Thank you.
Was gibt's? Mango-Joghurt. Mega leckere Mango, die keinen halben Tag mehr älter hätte werden dürfen, aber so ist es schön saftig für den Joghurt. Auch wenn wir geografisch offiziell noch nicht die Grenze vom Indischen Ozean erreicht haben, gibt es bei uns die neue Karte. Weil es für uns zumindest die psychologische Grenze war. Wir haben beschlossen, bei uns geht der Pazifik bis hier. Genau. Zeig nochmal. Bis hier, bis zur Torresstraße und ab jetzt sind wir im Indischen Ozean. Die Geografen ziehen die Grenze irgendwo hier. Wie man leider sieht, habe ich dem Matthias gerade die Haare geschnitten. Von hinten wollten wir es eigentlich nicht zeigen. Ich zeige es euch gleich noch von vorne. Wo wollen wir hin? Dahin, nach Somlaki. Auf der Insel Tanimbar. Oder in der Inselgruppe Tanimbar. Schau mal zu mir. Schau mal zum Bad. Zum anderen Bad. Daumen hoch im Kommentarfeld, wenn es euch gefällt. Manchmal sind halt die Vorhersagen doch nicht so ganz richtig. Wir haben uns eigentlich eingestellt auf quasi nur Motoren, vielleicht ein bisschen Motorsegeln wie am Anfang dieser Passage. Und jetzt gerade als wir eigentlich langsamer machen wollten, weil wir nicht im Dunkeln morgen früh ankommen wollen auf Somlaki in Indonesien, haben wir uns entschieden, wir setzen mal die Segel, weil es könnte ja dann ein bisschen langsamer sein als auch unter niedrig drehendem Motor. Und in diesem Moment ist jetzt ein Wind, der sogar halbwegs stabil ausschaut, mit 9 bis 10 Knoten. Und wir müssen wieder schauen, wie wir noch etwas langsamer fahren. Aber das Coole ist, jetzt unter Segeln. Schön kann es sein. Land in Sicht. Aber bald.
dass wir das bei Licht sehen. Ich hab das dagegen aufgefahren. Indonesien, Somlaki. Wir haben gerade geankert. Jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann warten wir auf Bobby und die Behörden zum Einklarieren. Nächstes Land, in dem wir für unsere Verhältnisse echt lang bleiben werden, weil alleine von hier bis zum Ende vom Land, also einmal ganz Richtung Westen, bis wir in Singapur sind, ist auch nicht ganz die Westgrenze von Indonesien, aber unser Ende von Indonesien vermutlich, sind es 2000 Seemeilen. Selbst wir brauchen dafür ein bisschen Zeit und werden nicht ganz so durchrauschen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem besonders langen Video mit zwei außerordentlich ruhigen Ozeanpassagen. Wir hoffen, dass euch die vielen schönen Bilder genauso gut gefallen haben wie uns. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um die nächsten Updates unseres Weges durch Indonesien nicht zu verpassen.